Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital, weiterhin mit meiner Wenigkeit Glabur. Falls ihr euch fragt, warum ich mich so scheiße anhöre, habe ich gestern schon den Landwirtschaftssimulator gesagt. Ich bin voll krank, Leute, und ich nehme jetzt heute eine Folge auf, dass ihr die heute habt. Ich hoffe, dass es mir morgen dann nochmal ein bisschen besser geht. Wer sich vielleicht für Landwirtschaftssimulator interessiert, ich weiß, das gehört hier nicht rein, aber ich habe viel geändert gestern in der Folge. Da müsst ihr euch vielleicht die Folge von gestern angucken und von heute. Coole Mods drauf und ein bisschen realistischer alles und dies und jenes, falls das jemanden interessiert. So. Und ich habe meine ganzen Fehler da oben, falls das jemand mitgekriegt hat. Wir haben auf jeden Fall hier ein Problem, würde ich sagen, mit der Warteschlange des Allgemeinmediziners und da auch. Oh, Alter, Leute, mir geht's echt so scheiße, ne? So. Lass uns jetzt mal gerade ein bisschen laufen. Wir haben hier auf jeden Fall drei Ärzte drinne, fällt mir gerade mal so auf. Ja, kein Wunder, dass wir dann hier oben uns noch ein paar Ärzte fehlen, ne? Haben wir eigentlich irgendwie noch ein bisschen Platz oder so? Nee, gar nicht. So, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz was gucken. Nicht, dass hier irgendwann mal die Katastrophe ausbricht. Wir sind ja jetzt so einigermaßen so weit, dass es ja einigermaßen gut aussieht. Deswegen stellen wir einfach noch mal einen ein. Wo sieht's denn scheiße aus, würde ich sagen. Wir haben so viele Hausmeister, ne? Das ist wirklich... Komm, wir setzen den mal dahin. So. Wir haben zwei Beförderungen. Ein Arzt zum Strecksaal, bitte. Zwei sind raus und der eine ist wirklich arschlangsam. Aber gut, dann ist das halt so. Also zurzeit sieht es ziemlich gut aus. Wir haben die Forschungspunkte erreicht. Wir haben... besitze 8 Grundstücke, also ich möchte jetzt auch erstmal gar nichts mehr so großartig investieren. Ich hoffe einfach, dass wir wirklich hier oben die Allgemeinmedizin so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Oder was cool wäre, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wenn man irgendwo, ich sag jetzt mal, hier würde man, na, hier kriegt man das auch nicht gut hin, ne? Warte mal, wenn ich jetzt von diesem Raum eine Kopie machen würde, würde der so stehen? Warte mal, das kann man schlecht vergleichen, ne? Also wir würden jetzt sagen, der würde gehen bis Eingang da. Ja, da man keine Dinger da rein, ne? Also so gegenüberliegend, der ist ein bisschen schmal, oder? Wartet mal. Ich will nur später vielleicht mal umbauen. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Idee. Also es würde bedeuten, er geht genau bis dahin. Dann würde eine Reihe Bänke davor kommen. Das ist zu schmal, ne? Das können wir vergessen. Ich glaube, dieser Raum wäre schon ziemlich gut, oder? Der hier wäre eigentlich auch ziemlich gut, das hier umzubauen. Wirklich keine Ahnung, Leute. Wir müssen echt mal gucken, wie wir das irgendwie so ein bisschen gebaut bekommen. Ein Arzt wird am Megascanner verlangt. Hier fehlt ein bisschen Unterhaltung, finde ich. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht für die... Wo stehen die denn alle an? Next. Ja. Irgendwie fehlt es hier so ein bisschen am... Ja, wir haben hier halt keine Toilette, ne? Ist da, was wir mal machen? Wir können die Apotheke nehmen. Die Apotheke ist Heilung. Oder was war das jetzt? Leute, falls ich ein bisschen durch den Wind bin, sorry. Behandlung. Also wenn wir die Apotheke nehmen würden. Boah. Hier wäre dumm. Hier haben wir ja auch unseren Kiosk hingesetzt. Hier ist echt übel, ne? Also, boah.
bald wieder öffnen. Ich bin gerade überlegen, ob man die Apotheke nicht woanders hinsetzt. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Man könnte diese zwei Automaten hier wegnehmen. Also zum Beispiel den würden wir da hinsetzen. Den würden wir jetzt mal da hinsetzen. Okay. Dann würden wir uns die Apotheke nehmen. Wir brauchen eine Toilette, Leute. Nein. Entschuldigung. Dann würde ich sagen, setzen wir die dahin. So. Und dann können wir hier oben eine Toilette bauen. Aber die Idee ist gar nicht, ja, gar nicht so falsch. Riesen hier Dingens nehmen. Ja. Ich denke, dass die Idee gar nicht so falsch ist, da eine Toilette hinzusetzen. Hier ist ein einfacher Rat, der Ihnen solche Qualen erspart. Kommunizieren Sie mit Strichzeichnungen. Das dürfte auch besser zu Ihrem intellektuellen Niveau passen. Ein Arzt in die Arztpraxis. Ich glaube, das ist gar nicht so falsch. Möchte das hier keiner fertig machen? Sehr durstig. What the fuck? Der ist doch da. Der ist auch da. Das verstehe ich nicht. Aber ist okay. Ich würde gerne mal ein Arzt wird in der Forschungsabteilung verlangt. Nach dem Rechten gucken wegen Temperatur. Hier hinten ist ein bisschen kalt, ne? Aber sonst sieht eigentlich alles. Oh. Na doch, sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Hier ist noch ein bisschen kalt. So. Heilen Sie 5 Patienten mit Tinska. Okay, behandeln Sie Frakturstation eine im Haus. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation ein. Ist vollkommen okay. Wie gesagt, Leute, ich mache wirklich nur diese eine Folge und dann, so dass ihr wirklich was habt, und dann lege ich mich wieder zu meinen allerwertesten Bettleinen hin. Wir kommen mit der mit dem Megascanner einfach nicht hinterher, ne? So, das Ding ist fertig, wir müssen den wieder öffnen. Ich würde gerne nochmal eine Fortbildung machen, hier so Diagnose 2 oder Diagnose 3 wäre auch, Diagnose 2 wäre eigentlich schon ziemlich nice, ne? Und alles. Diagnose ist ja. Verleiht die Verbesserung. Diagnosekompetenz 10%. Diagnosekompetenz.
Man könnte aber auch Patientenbetreuung machen. Oder Leute, Alter, das wäre auch schon fett. Behandlung 2. Ja. Ja, ja. Ja, komm. Hau durch, Alter. Kurs starten. Tschüss. So. Jetzt sag nicht, wir haben keine Allgemeinmediziner. Also das kann gar nicht sein. Ich habe 1 Milliarde Allgemeinmediziner. Erstmal alle ganz kurz und hier mal ganz kurz Gehalt angleichen. Also. Der darf zum Beispiel alles, dass der schon auf Stufe 2 ist. Also finde ich eigentlich auch gar nicht so schlimm. Dann haben wir einen, der wirklich so alles so ein bisschen macht. Der macht wirklich nur Megascanner. Der macht die Forschung. Wie viele DNA-Ärzte haben wir eigentlich? 1, 2, 3. Okay, ja, da brauchen wir uns dann nicht mehr drum kümmern. Okay, der macht das, du das. Ja, ist okay. Ja, aber zum Beispiel DNA hier macht nur DNA. Das ist okay. Du machst DNA, du machst aber nur Megascanner. Nein, nein, wir haben 2. Alles klar, dann passt es. Dann sollten wir eigentlich hier gleich auch den Arzt... Jawohl. Also eigentlich, wenn da gleich der Arzt ist, dann sollte das auch laufen. Wir müssen das ein bisschen beschleunigen. Das Problem ist, wir kriegen hier keinen mehr hin. Weil ich mir hier ja ein Restaurant hingesetzt habe. Also ich würde schon gern noch einbauen, aber... Ja, wie, ne? Das muss schneller gehen, Leute. Okay, 3D-Drucker ist abgeschlossen. Den haben wir auch irgendwo. Da. Dann mach erstmal den fertig. Krankenpfleger zur Farbtherapie. Habe ich das jetzt eigentlich auf 2 schon geupdatet? Ja, habe ich. Das ist auch auf 2. Ja, ich müsste eigentlich meine Hausmeister noch ein bisschen besser machen. Wir kriegen das nicht runter, ne? Hier ist einfach der Bär los, Leute. Wirklich, muss mir irgendwas einfallen lassen, wenn ich dann... wieder ein bisschen fitter bin, dass ich dann vielleicht hier wirklich voll zuschlage, wisst ihr, und dann ich muss mir irgendwas einfallen lassen, um hier umzubauen. Kriegen einfach das mit dem Megascanner da nicht besser hin. Kopieren. Das war nämlich das, was wir ja letztes Jahr schon herausgefunden haben. Ja, ich hätte ihn hier gut hinsetzen können. Dann müssen wir halt den abreißen. Okay, da was verkaufen.
jetzt ganz ehrlich, Leute, wie soll ich es sonst machen? So. Es wird sonst nicht. Und nun ist es Zeit für einen Höreranruf. Und unser müssen halt jetzt ein bisschen gucken, ob wir noch einen kriegen. Oh, wie wundervoll. Irgendwas wollte ich. Bevorstehende Veranstaltung einer Steinzeitsportart, die zweifellos bei unseren sämtlichen Hörern ein begeistertes Neandertaler-Grunzen aus. Wir brauchen unbedingt eine zweite Abteilung. Möglicherweise haben die Fans des FC Two Point immer noch nicht herausgefunden, wie man. Also es bedeutet jetzt, wir müssen jetzt ein bisschen auf den Megascanner Typen achten. Und dann könnte man weitersehen. Was? Es gibt doch hier Außerirdische? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Da stand da gerade. Habt ihr das gesehen? Ich hab gedacht, das wird's hier nicht mehr geben. Der war das, ne? What the f- ah, das ist doch zum Kotzen. Okay, da ist nichts mehr. Und hier? Na, da habe ich es gehört, aber nicht gesehen. Schon wieder gehört, aber nicht gesehen. Gehört, aber nicht gesehen. Ja gut, jetzt wissen wir auch, warum das hier so voll ist. Es gibt weiterhin Aliens. Ich hätte gedacht, das wäre hier jetzt nicht. Och Mann. Das ist doof. Dann gab es das wahrscheinlich beim letzten Krankenhaus auch und deswegen habe ich das da auch nicht geschafft. Ja gut. Ja, das ist ja richtig dumm. Irgendwo hier. Also mir geht's beschissen und ich werde das wahrscheinlich jetzt eh nicht sehen. Okay, ist ja auch egal. Wir wissen, dass es doch das jetzt gibt. Was richtig beschissen ist, aber ja gut, was soll's. Ist das schon geupdatet? Ja, dann machen wir gleich auf 3, danke. Sag auf jeden Fall vielen, vielen Dank und bis morgen. Tschüss.